Markus Salmen ist seit 32 Jahren Teil des TV Friedrichsfeld. Erst als Spieler, jetzt als Jugendtrainer. Die Unterstützung seines Heimatvereins ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Ehrenamt heißt für mich, Woche für Woche in der Halle zu sein. Nicht nur das Handballspielen an sich, sondern einfach dem Verein ein Stück weit zurückgeben, in welcher Form auch immer, ob das hinter der Theke ist, beim Ausschank oder beim Essen vorbereiten oder einfach als Zeitnehmer an dem Tisch zu sitzen. Das ist ganz egal. Das ist alles wichtig. Der TV Friedrichsfeld ist ein komplett ehrenamtlich geführter Verein. Es gibt keine hauptamtlichen Übungsleiter und keine hauptamtlichen Vorstände. Wie viele andere Clubs hat auch der TVF Probleme, Personen für ehrenamtliche Aufgaben zu gewinnen. Es ist natürlich aufwendig. Man muss Freizeit investieren. Es gibt auch mehr Angebote natürlich. Die Zeit wird knapper, die Menschen sind beruflich mehr eingespannt. Die Trainingszeiten sind teilweise auch sehr früh. Das Minitraining hier beginnt ja schon um 16.30 Uhr. Das heißt, das muss man auch mit der Arbeitszeit vereinbaren können. Das sind so Themen, die spielen da ganz sicher eine Rolle. Doch das Thema der Trainingszeiten ist dabei nur ein Aspekt, denn auch die Tätigkeiten haben sich verändert. Die Aufgaben waren früher weniger und auch weniger komplex. Das heißt, es haben auch weniger Personen gereicht, um die Aufgaben zu erledigen. Mittlerweile wird es komplexer. Auf uns als Vorstände kommt auch mehr Bürokratie zu. Wir haben mehr Verwaltungsarbeit zu leisten. Die Ehrenamtlichen, die trainieren, müssen mehr Zeit investieren. Das hat natürlich auch ein Stück weit zugenommen. Weniger Vorstände, weniger Trainer. Die Folge: weniger Angebot. Einheiten müssen zeitlich reduziert werden oder müssen im schlimmsten Fall sogar ganz gestrichen werden. Wir mussten auch schon zum Beispiel im Kinderturnen, jetzt nicht Handball, aber beim Kinderturnen, musste man tatsächlich auch schon eine Gruppe aufgeben. Es waren Kinder da, aber leider haben wir keine Übungsleiter gefunden. Ja. Es braucht also mehr Menschen wie Markus Salmen, die große Freude an der Tätigkeit haben. Dadurch, dass man selber bei den Minis hier in Friedrichsfeld gespielt hat, ist es natürlich auch mit der Tochter, die auch selber dabei ist, ist es natürlich ein großer Spaß und große Ehre, für den Verein zu arbeiten auch. Damit das so bleibt, erhoffen sich Markus Salmen und der TV Friedrichsfeld jetzt Unterstützung von Anpfiff ins Leben. Der Waldorfer Verein hat gemeinsam mit der Stadt Mannheim das Projekt Ehrenamt im Quadrat ins Leben gerufen.